Die IHK, die Industrie- und Handelskammer Aachen, führt bereits zum vierten Mal ihr Azubi-Speed-Dating durch und bringt zahlreiche Ausbildungsplatzsuchende mit den regionalen Unternehmen zusammen. Im 10-Minuten-Takt können die Bewerber ihre potenziellen Chefs von ihren Qualitäten überzeugen. Leichte Nervosität und ein wenig Herzklopfen bei den Teilnehmern des ersten Azubi-Speed-Datings in der Stadthalle in Erkelenz. Gleich bekommen einige hundert Schüler die Möglichkeit, mit den Unternehmen ihrer Wahl in Kontakt zu kommen und auf eine unkomplizierte Art und Weise ein erstes Kennenlerngespräch zu führen. Das Verfahren ist ganz einfach. Wenn ich einen bestimmten Berufswunsch habe, schaue ich mir an, welche Unternehmen sind vertreten, hole mir für diese Unternehmen ein Terminticket und bin dann zum vereinbarten Zeitpunkt beim Unternehmen am Tisch und versuche das Unternehmen dann in 10 Minuten davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für das Unternehmen und für den Beruf bin. Viele Jugendliche wollen möglichst mehrere Unternehmen kennenlernen und sich so für ein ausführliches persönliches Bewerbungsgespräch empfehlen. Kein Wunder, dass die angebotenen Terminkärtchen der einzelnen Firmen einen reißenden Absatz finden. Speed Dating ist eine gute Möglichkeit, das Unternehmen persönlich kennenzulernen und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ich finde das sehr gut, dass man einfach rein theoretisch reinkommen kann und sich vorstellen kann, jetzt ohne dass großartig gefiltert wird von den Firmen und dass man 10 Minuten einfach reden kann und mit denen sprechen kann und dann einfach so eine gute Chance hat, einfach, dass jeder eine gleiche Chance hat, finde ich sehr gut. Hier wird auf Erstlinien auf die Person geachtet. Man lernt ja auch dann auch direkt die Personen kennen, die halt für die Ausbildung verantwortlich sind, man kriegt halt Informationen über die Betriebe. Die meisten Teilnehmer haben ihre Bewerbungsunterlagen in ausreichender Anzahl mitgebracht, sodass sie diese vorlegen oder dem Unternehmen zur weiteren Ansicht überlassen können. Die große Hürde des normalen Bewerbungsverfahrens, den Sprung aus der Menge der Bewerbungen hin zum Vorstellungsgespräch, ist beim Azubi-Speed-Dating erst gar nicht vorhanden. Ja, das Azubi-Speed-Dating-Format ist keine Erfindung von uns. Andere Kammern haben das schon vor uns gemacht, aber wir haben überlegt, wie können wir unsere Unternehmen unterstützen, effizient und schnell mit vielen Jugendlichen zu sprechen, um dann auch entsprechende geeignete Kandidaten zu finden. Das haben wir zunächst 2012 in der Städteregion Aachen angeboten. Danach haben wir den Kreis Düren in Angriff genommen. Jetzt sind wir heute zum ersten Mal hier am Standort Erkelenz und sind natürlich auch gespannt, was hier abgeht. Christina Deutsch interessiert sich vor allen Dingen für eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich und wird die Chancen des Speed-Datings gleich mehrfach nutzen. Ich habe mich für Industriekauffrau und Kauffrau im Groß- und Einzelhandel beworben und Betriebe rausgesucht. Ich habe 5 Stück rausgesucht. Dann kriegt man hier so Kärtchen, wo man Termine drauf hat, um mit den Personen zu sprechen und ihre Daten auszutauschen. Diese Art des Bewerbungsgespräches ist aber nicht nur für die Jugendlichen etwas Neues. Auch viele der rund 30 anwesenden Unternehmen haben diese Art der Kontaktaufnahme noch nicht durchgeführt. Wir wünschen uns jemanden, der kontaktfreudig ist, gut mit Kunden umgehen kann, mit anderen Menschen im Team arbeiten möchte. Also einen Zugang, einen Draht findet zu den Kunden und zu den Bedürfnissen unserer Kunden. Wir hoffen, dass wir heute Gelegenheit haben, diese Menschen kennenzulernen, geben auch Gelegenheit, uns kennenzulernen, um so mal den ersten Kontakt aufzunehmen. Das ist super interessant hier. In kurzen Frequenzen, 10 Minuten Zeit hat man ja, mit den möglichen Azubis ins Gespräch zu treten. Wir haben auch schon einige Bewerbungsmappen hier erhalten. Ja, und wir sind mal gespannt, wer noch alles zu uns kommt und was sich für interessante persönliche Kontakte auftun. Wir sind als MOBA-Wirtz und Klaassen Unternehmensgruppe hier vertreten, um ein bisschen Werbung fürs Unternehmen zu machen, um gute Nachwuchskräfte zu finden und hoffen, dass wir hier noch den einen oder anderen Azubi für dieses Jahr finden. Ansonsten sehen wir das als Werbung für die Folgejahre. Wir bilden bei uns im Unternehmen 5 verschiedene Berufe aus und nehmen auch jedes Jahr 10 bis 15 neue Auszubildende auf. Also von daher sind wir da recht gut aufgestellt und hoffen jetzt heute hier noch ein bisschen erfolgreich zu sein und den ein oder anderen neuen Bewerber noch kennenzulernen. Und dann wird es auch für Christina ernst. Sie hat sich im Vorfeld über die Unternehmen informiert und kann eindrucksvoll darstellen, was sie ausgerechnet an dieser oder jener Firma reizt und warum sie die Ausbildung gerade in diesem Beruf machen möchte.
habe jetzt das dritte Gespräch. Es läuft alles gut. Die Unternehmen sind sehr nett, unterhalten sich gut mit einem, sind sehr offen. Und es macht echt Spaß. Man wird lockerer, offener. Ja, und mal gucken, wer sich noch meldet. Wir sind zum ersten Mal auf der AIX. Wir wollten mal ausprobieren, ob wir hier gute, qualifizierte Auszubildende treffen. Und heute Vormittag hatte ich schon mehrere Gespräche für zwei Ausbildungsberufe, die wir anbieten. Einmal Fachkraft Lagerlogistik und zum anderen ist das der Fachinformatiker Systemintegration. Und ich muss sagen, die Kandidaten, mit denen ich heute gesprochen habe, die werden wir auf jeden Fall zu einem weiteren Gespräch bzw. Mini-Praktikum bei uns einladen hier, weil die haben einen guten und vernünftigen Eindruck auf uns gemacht. Wir vertreten heute beim Azubi Speed Dating den Ausbildungsberuf Kauffrau für Dialogmarketing. Dieser Ausbildungsberuf, den gibt es erst seit 2006, ist also noch nicht so bekannt. Daher auch die Problematik, dass wir sehr wenige Bewerber heute hier haben. Aber wir hoffen natürlich dadurch, dass wir diesen Weg wählen, dass wir viele Bewerber hier trotzdem noch erreichen können, kurze Gespräche führen können und auch darüber kurz über den Ausbildungsberuf natürlich informieren und dadurch eben auch Azubis für das nächste Jahr finden können. Wir haben heute Morgen hier schon sehr erfolgreiche Bewerbungsgespräche geführt, sehr fundierte Bewerbungsgespräche. Was für uns sehr interessant ist, dass man halt die Auszubildenden oder die Bewerber halt direkt vor Ort kennenlernt, sie sich direkt ein persönliches Bild machen kann und nicht halt nur diese Eindrücke erstmal aus den Bewerbungsunterlagen herausfinden kann. Und also für uns war die Veranstaltung heute Morgen sehr erfolgreich. Das Azubi Speed Dating in Erkelenz knüpft damit nahtlos an die Erfolge der bisherigen Veranstaltungen in der Region an. Und ist sowohl für die Unternehmen wie auch für die meisten Teilnehmer äußerst erfolgreich verlaufen. Also man hat sich ganz locker gefühlt und die Menschen da drin, also sind immer ganz nett geblieben und waren immer die kommen immer auf einen zu. Man muss sich jetzt nicht so unter Druck fühlen. Ich habe bis jetzt 4 Bewerbungsgespräche geführt und die sind auch eigentlich, hatte man ein gutes Gefühl dabei, als man mit den Leuten geredet hat. Natürlich, manche Leute kamen halt sympathischer rüber für einen selber, mit denen man dann halt besser ins Gespräch gehen konnte, als vielleicht mit manchen anderen.